Guten Abend, die Herrschaften. Willkommen zu einem neuen Part von Let's Flash. Und die Musik ist für mich wesentlich zu laut. Ich mache das Ganze mal ein Stück leiser. So. Ja, das dürfte jetzt passen. Normal Mode. Und, achso, übrigens, Bubble Tanks 2 sind wir. Use the rear as T-Keys to move. Can be changed through the settings menu. Use your mouse to aim, hold to shoot. Try moving out of this bubble. Ich kann's nicht. You have jumped into a new bubble field. Destroy enemy bubble tanks to steal their bubbles and grow. Ja, und alles andere lese ich jetzt nicht mehr vor. Denn es ist einfach ganz einfach. Ihr müsst hier nur so rumfliegen. Mit WASD. Und dann. So, Ribbons will weaken your tank. If you hit and you have no bubbles collected, you will be ejected to the safest at bubble field. Ja, also falls wir sterben, falls wir zu wenig, also falls wir jetzt noch getötet werden würden, in der Form hier, dann kommen wir zum nächstbesten sicheren Bubble Field. Rein theoretisch könnten wir auch hier so rumschweben. Und wie man auch sehr schön sehen kann, sind einmal hier diese Blasen unsere HP oder KP, so unser Leben praktisch. Sometimes the best course is simply to run. Press P to pause. Ja, ja. Also ist praktisch unser Leben und unsere Erfahrung. Also wenn wir getroffen werden, verlieren wir praktisch unsere Erfahrung. Und ich wollte jetzt nochmal hier darstellen, sobald wir den Raum abschließen, kommen alle Bubbles auf uns zu. Und das ist ja praktisch mit Maps. Hier sieht man die Maps. Return to Game, ja. Und ich versuche mich immer hier so im Kreis vorzuarbeiten. Denn je weiter wir weg von dem Hauptpunkt kommen, desto schwieriger wird's. Und ich will erstmal viele XP sammeln. Die Phase. Ja, harte Enemy jetzt. Ja, sagte ich ja gerade. Und dann kommen nämlich teilweise so eine Viecher, die sich gar nicht mehr bewegen, sondern einfach nur noch rundum schießen. Das ist so richtig, richtig hart. Aber wir trauen uns ja, wir gehen, wer nicht gerade ganz blöd ist, geht möglichst nah hier an den ganzen Zeug entlang. So, du auch noch und dann ist noch hier einer. Die Kleinen sind später richtig fies, nicht etwa weil die schwer sind, sondern weil man die nicht mehr trifft, weil man einfach entweder zu langsam schießt. Ich hab sonst immer hier Heavy Cannon genommen, aber vielleicht nehmen wir mal Balance between Speed and Strength. Nehmen wir mal als erstes, ich nehme glaube ich dreimal eine halbe Stunde auf. Nicht halbe Stunde. Und gut, doch, können wir eine halbe Stunde nehmen. Sonst sind die Parts immer so kurz. Dann machen wir eine halbe Stunde. Und als erstes werde ich den Fighter nehmen, also das mit der Maschine MG. Dann werde ich Balanced, alles upgraden und dann werde ich Heavy machen. Also, so. Das ist. Oh, es ist heftig. Moment. Okay, wir sind noch. Und sind noch in einem Gebiet. Ja, theoretisch können wir uns jetzt hier so. Ja. Also theoretisch können wir uns die ganze Zeit. Mensch, stirb doch mal. Ja. So, jetzt nochmal eins nach rechts und dann nach oben. Sind hier schon Viecher, die uns angreifen? Nee. Würden wir nämlich sehen, dass dann irgendwelche kleinen orangenen Punkte auf uns zukommen. Ich glaube in der zweiten Ebene, also ich sag mal Ebene, weil das in der zweiten Riege von uns weit weg ist, kommen glaube ich auch noch keine Gegner. In der dritten dürfen dann ganz einfache kommen. Aber ich weiß es nicht genau. Es gibt davon auch natürlich die erste Version und ich glaube noch eine Version, wo man mit anderen spielen kann. Oh, ich bin eins zu weit. Ah! Ja, genau. Flieg einfach auf mich drauf. Ja, und dann eben auch die Version, dann Tower Defense Spiel. Also 1, dann Multiplayer und dann Tower Defense Spiel. Jo.
übrigens immer noch an dem Tag, wo er das Projekt gestartet hat. Nein. Will ich doch gar nicht. Na. Danke. So, jetzt könnte man nämlich auch Balanced Fighter nehmen. Aber wir gehen jetzt wirklich total auf den Fighter. Total. Und nicht irgendwie. Ja. Oho. Ein Stück langsamer. Wir können mit Space. Your new state has a second ability. To activate this ability, press space. Okay, wusste ich. You can learn more about your abilities from each state from the pause screen. Den wir so machen. Stats und so. Ist schön. Return. Und je weiter wir uns entwickeln, desto größer werden wird auch das Ganze. Und die das Besondere bei den MGs ist, dass die ziemlich schnell sind. Bei den schweren Kanonen logischerweise wahnsinnig langsam. Also kommt man echt nur total schwerfällig voran. Deswegen bin ich das hier gerade gar nicht gewohnt. Und ich bin übrigens auch nicht so der Pro-Spieler in Sachen Ausweichen. Deswegen werden wir mal sehen. Die Dinger machen uns Schaden und ordentlich Schaden und uns langsam. Ja, sieht man. Au. Au. Ja, das ist nämlich dann richtig fies zum Ausweichen. Und wenn wir dann so eine schwere Kanone sind, dann können wir uns fast gar nicht mehr bewegen. Aber es ist verrückt, dass. Wir sind doch erst in der zweiten Ebene, ja? Wir sind erst in der zweiten Ebene. Komisch. Gerade mal in der zweiten Ebene und dann kommen schon solche Riesenviecher. Mysteriös! Oh! Die Viecher können natürlich auch ordentlich einstecken. Ist klar, ne? Schild kann ich auch mal verwenden. Ja, sieht man schön. Kann man eigentlich die Schüsse von denen mal schön ablocken. Hält natürlich auch nicht ewig. Schon nur ganz kurz. So, natürlich müssen wir noch weiter nach rechts. Cool. Ja, wir können eben nicht jeden Schuss abwehren, nur von einem. Noch weiter nach rechts natürlich. Okay, noch eins nach rechts und dann wieder nach oben. Oh, hier ist wirklich gut zu üben, auszuweichen. Ich muss mir beide auf Isaac holen. Macht Spaß. Also das hier sowieso, aber ich meine auch Binding of Isaac. Ich habe es jetzt persönlich noch nicht gespielt, aber es wird Spaß machen. So viel weiß ich. Aber bis ich es Let's Playen werde, muss ich erstmal gut werden. Und einige andere Projekte beenden. Na ja, immer schön nach oben. Wie viel kann man noch sammeln? Oh, nicht mehr viel. 30. Okay, es waren alle. Hilfe. Ist total unfair, wenn die da am Anfang sind. Ein Bläschen nur noch. Ja, die machen Fettschaden. Jetzt können wir Fighter 3. Oh, Sniper. Nimble Fights is Fire Single Powerful Rounds. Nee, wir wollen ja. Next Fighter? Nein. Wir wollen zum Fighter. Naja. Upgrade Machine. Third Generation Fighter. Focus on Speed and Agility. Okay, jetzt haben wir nur noch die normale. Okay, das sind Minen, da dürfte man nicht drüber fliegen. Okay, ich habe es nur versucht mit Schild. Stirb. Die Minenleger können übrigens nichts anderes als Minen legen. Ah, wir sind schon wieder eins zu weit. Ja, nee, hier sind wir auch noch nicht richtig. Ich gehe immer zu weit. Mensch. Meinetwegen können wir auch einen Kreis überspringen. Weil die Ketten geben natürlich entsprechend viele XP. Stören. Ah! Ah! Hilfe! Mensch! Ah! Ja, schieß einfach in mich rein. Komm, ich mach die unteren auch noch mit. Ich bin noch XP geil. Ja, die Abstände werden immer riesiger.
Also es wird nur, vergrößert sich nicht nur langsam, sondern es wird echt riesig. Hm? Ist hier nix? Komisch. Übrigens, wir spielen auf Armor Games. Ah, eine kleine Bombe. Ah. Okay. Okay. Ah. Ah. Hilfe. Lass mich in Ruhe. Ah. Nee, wir sind eins zu weit. Ah. Ah. Hilfe. Lass mich in Ruhe. Flump. Flump. Ah. Ja? Nein. Verdammt, jetzt sind die Blasen weg. Ah, ja, lauf einfach in die Reihen. Ja, Mensch. Wie gesagt, also in Ausweichen bin ich schlecht. Wie man ganz zufällig merkt. Ein Glück wieder was Einfaches. Da oben haben wir das vergessen. Eins hoch, eins hoch, eins rechts. Was so eine Viecher. Wow, das ist mir viel zu schnell, Mensch. Überspringen wir eben doch nicht den Kreis, sondern machen ein Rechteck draus. Oder? Machen wir ein Rechteck draus? Da sind drei, da ist dann auch die dritte. Ach komm, bleiben wir beim Quadrat. Wir haben ja Zeit. Ich nehme eine halbe Stunde Zeit, ja. Flucht. Bin ich noch richtig? Doch, eins kann ich noch runter. Danke. Au. Au, wieso schießt du noch? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 muss ich dann noch. Das ist auch noch 1, 2, 3. Okay, dann muss ich da dann wieder zurück. Dann machen wir das Quadrat dann wieder umgekehrt. Ja, ich muss jetzt nach rechts. Immer erst die großen kaputt machen. Immer auf die großen. Ah. Immer auf die kleinen kann ich nicht sagen. Ich bin nicht klein. Danke. Also ihr merkt schon, wir wachsen echt zu einem schönen MG-Tank an. Eine MG-Blase. Das kann man auch falsch verstehen. Ah, lasst mich. Lasst mich. Ah. Ah. Tank die Heavy Cannons, also die schweren Kanonen, wir haben da auch noch sehen, die können übrigens ordentlich einstecken. Also so kleine Schüsse können den teilweise gar nichts mehr anhaben. Weil die sich eben so langsam bewegen können. 1, 2, 3, 1, 2, 3, jetzt müssen wir nach unten gehen. Ne? Okay, machen wir einfach die Blase und gehen hier nach unten. Nein. Danke. Noch 1, 2 Räumchen. Dann sind wir eins hoch. Au. Ich stirb. Ja, das waren jetzt alle. Hey, hey. Hey. Ja, super. Wie ich einfach das seltene Talent habe, immer falsch zu gehen. Ah. Fighter 4, Sniper 2, Strong Pierce. In Nimble Fighter Set Fire Single Pop Full. Upgraded Teleport. Nö, nö. Was sagen die hier? Medium Sized Tank that's very yet power. That's fast yet powerful. Mhm. Two Shot MG. Starburst Cannon. Small and agile tanks that can dish out rapid fire. Oh!
Junge, oh, ist das krass. Ja, und dann gibt es natürlich 50.000 andere Varianten von dem. Also man sieht ja, man kann sich zu sonst was weiß ich alles entwickeln. Ich vorrät. Das ist schick. Das ist richtig schick. Hä? Oh. Ich glaube, das meine ich mit den kleinen Viechern, die können so, die schwimmen da einfach durch. Ah! Was? Wo war da was? Oh, das ist so krass. Gut, dann ziehen wir eben kein Rechteck mehr, kein Quadratrechteck mehr. Aber ich will auch nicht allzu weit weg. Ich will nicht gleich zu den Bossen hin. Au. Schießt du mal? Ja, genau. Flieg einfach rein. Ja, genau. Nein. Das meine ich mit was. Oh. Was? Scheint eine fette Blase zu sein. Ich glaube, gibt die nicht 5 oder so? Ah! Ja, hey. Ach, die kann man auch zerstören. Fliegen so langsam, die kann auch im Nachhinein treffen. Lass mich. So, wo sind wir jetzt? Ja, dann können wir rechts abbiegen. Rechts, nicht nach oben. Uiuh, Mensch. Also ich werde jetzt, wie gesagt, ich mache 3 Versuche, vielleicht mache ich irgendwann auch noch einen 4. Wenn ihr es wünscht. Aber, eben nur die ganz speziellen, ganz geradlinigen Richtungen. Also dann nur Heavy und dann nicht noch irgendwas dazwischen. Danke. Minus 2 Bubbles left. Müsste mal kurz anhalten. Ghost Sniper, Explosive Spear Shot, Disassemble, very fast and agile tank that come apart and free from at will. Lecher Tank, Lechen Girl, das heißt. Übersetzer. Von Englisch nach Deutsch. Ich weiß, Spanisch habe ich nur wegen einem anderen Titel gemacht. Moment. Lecher? Hä? Lecher-Tank. Leching-Bullets. Lecher. Super. Okay. Fischer. 3 von den Dingern? Okay. Das ist ja sowas von OP. Und was machen die? Ach, die bilden sich neu und... Schön. Bilden sich neu und beschützen uns. Ah. Max Tank Sites? Was? Ernsthaft? Was ist das für ein Schrott? Stimmt, da kann ja auch kein 4 mehr. Stand ja auch kein 4 mehr. Gut. Dann gehe ich jetzt über meine Richtung, bis ich kaputt gehe.
Okay, das ist ein Boss. Au. Was? Hey, was? Hey, was? 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 Ja, super. Hallo. Ja, genau. Ich würde mich gerne bewegen. Weiter 4. Mensch, wir sind runtergelandet. Ist das irgendein besonderer Punkt an der Karte? Ja. Ich weiß nicht, ob das der Endboss ist. Wenn ja, dann wird das wahrscheinlich nichts mit der halben Stunde. Aber egal. Mensch. Stimmt, jetzt haben wir wieder das. Nicht zu viel von dem entfernt. Plop. Plop. So. Wo ist denn noch was? Wahrscheinlich wieder so ein kleines Vieh. Ah! Aufregung in jungen Jahren. Oh, ey, komm, das meinst du jetzt nicht ernst? Extremzeit. Okay, keine Ahnung, was das sollte. So, jetzt noch eins nach oben. Ja, genau. Hau mir noch mehr so eine Kackviecher drauf. Was sagt denn das Pausemenü? Secondary Ribbons. Orbit has Seacast. They will leave you and damage enemies that get too close. Okay. Oh, das ist alles okay. Ja, noch so eine Kackviecher. Links gemusst. Oh, Mensch, ich fall. Ich werde auch die Gun. Ach komm schon. Au. Au. Stirb. Leben hatten wir. Ja. You have defeated the ultimate adversary and have completed normal mode. There are likely many more tanks to fight us and more enemies. Continue playing invincible mode. Juhu. Man kann auch übrigens seine eigenen Tanks machen, das ist auch sehr schön. Hallo! Sonst keine Probleme, nein. Hey.
dem Falschen an. Ich habe den Hyperboss kaputt gemacht. Kann ich überhaupt noch geschaltet werden? Ich kann, glaube ich, kann. Ich bin unkaputtbar. Yay! Und dann stirbt. So, kleine Unterbrechung, aber nicht weiter schlimm. Wir nehmen die halbe Stunde weiter auf. Das ist mein Problem. Ich habe Zeit. Und ich bin unbesiegbar. Incredible Tank. Aber ich bin nicht unverlangsambar. Stirb. Du Hurensohn. Ich kann auch einfach stehen bleiben, wenn euch das recht ist. Nicht da runter scrollen? Nö. Ich frage mich, ob dieser wahnsinnig tolle Überboss irgendwo öfters mal auftaucht. Aber ich glaube, das liegt daran an der Anzahl der Räume, die wir geschafft haben, oder? Oder was meint ihr? Also ab einer bestimmten Entfernung von uns, also vom Zuhause, sage ich mal. Oder von einer bestimmten Anzahl von Räumen her. Weil sonst wäre das ja total unlogisch, weil sonst könnte man die ganze Map absuchen und man würde den Boss nicht finden. Das wäre ja total dumm. Ja, jetzt stirb. Hä? Wo ist jetzt noch ein Vieh? Hallo? Vieh? Mich kotzen die Viecher an. Bumm. Ich kann einfach meine Drohnen die Arbeit machen lassen. Zu lang. Boah, das geht auf die Framerate. Dann stirb. Flump. Flump. Find schade, dass man nicht weiter aufleveln kann. Wäre schön. Flump. Den Typen überhaupt noch auf der Karte sehen? Nö. Auch witzig. Aber ich glaube, die haben das schon mit einberechnet, dass es nicht schwieriger wird. Aha. Komm, ich fliege jetzt einfach mal ganz lange hier hin. Na gut, doch, es glaube ich wird schwerer. Aber es gibt aber bis zu einer bestimmten Grenze. Plopp. Haha, hier kommt mir gar nichts. Ist da wieder so eine komische Blase? Nö. Was dann? Ja. Goofy. Nicht Goofy, Goofy. Stirb. Du kannst mir eh nichts. Oh, es ist schon wieder versteckt. Flump. Weg sind sie. Ja, Leute, ich mach den Raum hier nochmal fertig und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme, was natürlich auch hier Bubble Tanks sein wird. Ja. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme, wo wir Balanced spielen. Ja, also bis dann, Leute. Und haut rein, guckt euch die anderen Videos an, lasst ein Abo da, reißt euch einen Daumen ab und so weiter. Ja, also bis dann, Leute. Ciao, wow.